Hi Leute, Andreas aka Eskaliert hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Empires and Puzzles Video. Was wollen wir besprechen? Wir wollen mal schauen, wo farmen wir am schlauesten zwischen den Events. Und zwar gucken wir uns an, was wir für Loot kriegen. Ja, Spukfeuer. Achtung, wir schauen mal die Kiste hier. Okay, sehr gut. Mystische Titan ist vorbei hier. Haben wir schon abgeholt hier den Loot. Wir waren Top 10%. Geht, hier müssen wir noch, ja, zwei Stufen machen. Machen wir nachher. Aber wir wollen ja erstmal farmen. Also was ich meistens mache und worauf ich gekommen bin, laut den Auserwählten. Kennt ihr die Auserwählten? Ist so eine Empires and Puzzles Seite, die ganz gut einen Anfängerguide installiert haben, also wo man ganz genau gucken kann, was man macht. Hier, ich farm meistens 12,8. Jetzt ist es so, dass hier ja Gegenstände gibt und je nachdem, was ihr braucht, ja, wenn ihr da drauf tippt zum Beispiel, dann seht ihr, wo kann ich mir das holen. Also ich farm praktisch nur während hier Atlantis farm ich auch Atlantis, ja, ich farm Valhalla natürlich nur, wenn da die Kosten reduziert sind, weil alles, was ihr dort findet, findet ihr halt auch in Season 1 im Prinzip, ne? Genau. Und hier könnt ihr dann ein bisschen durchgucken, wo ihr, was ihr braucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also auf 9 wäre es halt hier, da zeigt es, wo es die Knochen gibt. Hier die, wie heißen die Dinger? Drachenknochen. Hier Roheisen und Kampfleitfaden und ja, und ihr könnt ja hier jederzeit, also es wisst ja alles schon. Ich will euch nur sagen, wo ich farm und wie ich da reingehe, ist 3-2, man könnte auch Mono rein, dass es schneller geht. Können wir vielleicht mal machen. Aber im Prinzip ist es ja egal, ja. Das geht ja echt schnell. Hier, zack, da fehlt mir halt, da können wir Kagan auch nehmen. Und dann kriegt er die große Mana-Truppe mit der Achter, ist das die größte, die ich habe, leider. Ja. Und außer in Blau habe ich jeweils nur zwei Mana-Truppen. Ich beschwöre Truppen wie blöd jetzt mal, hey. Und am besten macht man das natürlich während dem Ninja-Event, weil es dann halt die Chance gibt, die Ninja-Truppen abzugreifen, die halt einen Schmetterball-Angriffswert haben. Die sind halt echt, also guck mal, hier ist kein Rot, ne? Der Computer merkt genau, okay, ich spiele mit Rot. Also es ist auch keine Einbildung, weil ich habe das getestet und das ist halt echt so, wenn du zu viel Mono spielst, kann es sein, du hast eine Phase, wo du von deiner Farbe nicht einen einzigen Stein oder vielleicht einen oder so auf dem Feld kriegst. Ja? Also diese künstliche Intelligenz ist ja nicht blöd. Ja, Archon sagt es auch immer wieder, ja schön und so. Es ist halt so, man muss damit klarkommen einfach, ne? Oder ihr geht halt Rainbow rein, aber wer macht das heute schon? Also es gibt bestimmt ein paar Rainbow-Spieler, aber es sind die wenigsten einfach, ja. Rainbow, ich finde allerdings ganz am Anfang, wenn man das Spiel anfängt, sollte man Rainbow spielen, weil die Truppen ja noch nicht so stark sind. Und dann ist das Beste. Meistens hat man dann ein, zwei Truppen, die stark sind von jeder Farbe. Und dann ist das Beste, man geht Rainbow rein. Rainbow. Genau, Rainbow. Ja. Genau. Also was ich hier mache und was ich auch oft mache, neben Kochen oder so, ich lasse es einfach auf Automatik und fertig. Ja. Also man ist sich ja ziemlich sicher, dass man die Level auch gewinnt von dem her. Ist es ja easy. Genau. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir lassen es nicht auf Automatik, weil wir wollen, dass es hier schnell vorbei ist, denn wir wollen uns ja noch anderes Zeug anschauen. Genau, ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit in mein Schlafzimmer, dann könnt ihr da mal gucken. Nee, natürlich nicht, Mann. Wer will schon mein fucking Schlafzimmer sehen? Genau. Ach so, meine weiblichen Fans, ja, okay, da habt ihr recht. Ja. Das ist natürlich, für die müssten wir auch mal was machen. Genau, und wir schauen uns jetzt den Loot an. Wir haben 17 Kisten.
haben 1377 XP, 2400 mal das Schinke und genau haben hier einmal hier die Kräuter, da habe ich einfach das Hartholz, ist auch immer gut. Die habe ich auch oft gefarmt. Hier, ah, guck mal, Zauberstaub haben wir nur noch 81 Stück. Wisst ihr wieso? Weil wir die ganze Zeit. Ich habe einfach noch nicht genug gebaut. Schaut mal. Ach, ausbauen will hier keine Sau. Das da, glaube ich, kostet. Eins davon kostet. Das kostet Zauberstaub. Deswegen habe ich da nicht so viel. Und auch hier brauche ich halt dauernd und hier. Deswegen Zauberstaub ist eine gute Sache, da zu farmen. Was kostet das hier? Ah, da haben wir noch ein paar. Ah, aber die Knochen, seht ihr, die gehen auch schon langsam zur Neige. Ich brauche einfach für den Titan immer voll viel von den Dingern. Ja? Und hier brauche ich auch immer total viel. Da brauche ich immer diese Wurzeln. Wie heißt das? Mitternachtswurz. Feuerstein und hier die Meteorfragmente. Ja, mein Deutsch ist super. Wir wollen das aber alles nicht machen, weil da haben wir, also fünf mache ich da meistens von diesen Dingern, weil es reicht mir für drei Titanangriffe. Und genau, wir haben Rekruten haben wir abgeholt. Jetzt schauen wir mal, Achtung. Was ihr natürlich kurz vorm Level Up, ihr seht, ich bin bei 89, also 90% oder so, mache ich die hier. Ja, und viele nehmen da die Beutetickets, also mit ein bisschen gutem Team. Ich gehe da meistens blau. Wie bin ich denn rein? Warte mal. Ich bin rein. Genau, ich bin rein. Glenda, Frost, Kirill. Und Elkanen und er hier. So bin ich rein. Wir spielen das mal. Der Endgegner. Er ist der Endgegner. Was macht er denn? Der Schattenfürst macht 392 Schaden und 714 Giftschaden über 6 Züge. Da wäre es halt gut, wenn ihr jemand dabei habt, eigentlich, der cleant, ne? Ich habe jetzt nicht lange nachgedacht, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich immer so rein bin in die letzte Zeit, wenn ich das hier gefarmt habe. Aber wir werden ja sehen, wie weit wir kommen. Wir haben unten ja ein bisschen. Ah, seht man, und da wird es schon. Wir machen mal einen Banner an. Da wird es ja schon eng. Die Kumpels, die hitten halt schon. Jetzt machen wir hier Phileas Fogg und dann Kahn, weil Phileas macht halt den kritischen Schaden. Er macht hier plus 25 Angriff. Nee. Das macht er nicht. Was macht er denn in seinem Special? Genau, 58 gegen Natur, minus 58 gegen Natur. Den kritischen Schaden hat er hier von. Okay, das war. Ich bin anders rein. Ich habe einen dicken Heiler dabei gehabt. Ich glaube, ich habe den dicken Heimdall dabei gehabt. Und jetzt Achtung, er sniped mir einen weg. Ja, das war so klar, hey. Und habe ich nicht Freya? Freya, ey. Hatte ich nicht Freya dabei gehabt? Die Freya. Okay, das könnte eng werden. Okay, der erste Depp ist weg. Mein lieber Freund, ey. Bam, 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 bam. Vier Drachenbomben, sehr gut. Zack. Bisschen Bordbewegung. Haben gleich noch einen Diamant, sehr schön, den brauchen wir. Aber wir brauchen Heilung. Wir nehmen mal ein paar Flaschen, wir haben da genug. Und dann schauen wir uns mal an. Boah, der hittet ja ultra. Dann schauen wir uns mal an, was wir da XP kriegen einfach. Ja, wie viele Erfahrungspunkte, was es Loot gibt. Alter, wie bist du denn drauf, Kollege? Ja, ich bin da anders rein, es war ein anderes Team. Ich glaube, ich hatte Freya noch zum Schutz dabei oder Heimdall oder keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so, weil bisher
fiel mir das eher leicht und jetzt sehe ich, das fällt ja eher schwer und da passt damals nicht. Und Frost war halt auch immer länger am Leben, ja. Frost wegen Minions und so, aber ja, eigentlich ist es egal. Wie gesagt, da ist er gleich weg, der Kumpel. Ja, immer auf den Heiler, hey. Die KI ist so abgewichst. Ja, mach ihn hier. Scheißegal, du bist auch gleich tot, Kumpel. Okay, und tschüss. Also, da geht natürlich Farm auch auf Art Automatik, halt nur mit den richtigen Helden. Ne? Ich weiß gar nicht, kann man da könnte man ja auch, soll man mal gelb versuchen, wie schnell es mit gelb geht. Und da sind halt, also ein Rucksack, ja, okay, hier drei, ein so ein Knochen, dann nochmal einen kleinen Knochen, der kleine Bruder von dem ist das, habe ich gehört. Haben sie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Giftpilze auch immer gut, ja, kann man ja auch ein bisschen was herstellen, Bärenbanner und so ein Scheiß. Genau, und wir sind hier halt bei 2837 XP, ja, das ist schon 10 Rekruten, ist auch nie schlecht, ne? Weiter. Genau, machen wir aber natürlich, das kostet Energie wie Sau, also am besten, wir könnten auch, was auch viele machen, ist 8-7, ja? 8-7. Den level ich gerade. Hier ist meine Reihe, die ich gerade level. Kagan haut gut durch. Und wer denn noch? Warte mal. Oh, Sudri haut auch gut rein. Zack, zack. Also da brauchen wir auch keine Fünfer mitnehmen. Ne? Das geht locker mit 3 Sterne-Helden. Aber ich habe gerade das Maul schon zu voll genommen. Wir wollen es nicht nochmal. Ist halt völlig overpowered, ist schon klar, ne? Achtung, er macht pro Stein, pro Feuerschild, macht er Schaden bis zu 360. Das ist jetzt natürlich nicht das, was auf dem Board liegt. Auf dem Board liegt weniger. Wir machen mal vorher hier und gucken, ob wir noch ein paar Feuerschilde kriegen. Nee, eher ein paar weniger, aber das müsste reichen. Weg sind sie. Ja, klar. Das ist schon der 3-Sterne-Turniere. Ich mache mir gerade einen zweiten. Nach diesen Helden, die ich gerade, also ich habe auf jeden Fall einen zweiten am Start und mache den demnächst, ne? Das Sudri ist eine Macht, ja. Genauso Quasier. Quasier, Sudri, die muss man, das sind 3-Sterne-Helden, die muss man haben. Poppy, hier die Fee, wie heißt sie, die gelbe Fee, die hat auch, also die macht ja noch das Blind dazu, glaube ich, oder irgendwas, das ist auch ein 3-Sterne-Held, den man haben muss. Ah, jetzt haben wir nicht geguckt. Ich Idiot, wir machen es nochmal. Ah, ich bin halt echt. Also ihr kennt mich ja jetzt schon, ihr wisst ja, was euch erwartet, wenn ihr meine Videos anschaut. Von dem her, alles gut, oder? Ja, der durchgeknallte Kalli. Mein Name, mein Nachname. Also die Leute sagen immer Kalli zu mir, weil. Mein Nachname gibt es halt her, ne? Achtung. Weg. Komm schon, Mann, ey. Keine Steine, keine Steine. Jetzt, Achtung. Ah, jetzt brauchen wir ihn nicht machen. Das ist ja blöd. Wenn man nur drei, vier Feuerschilde auf dem Spielfeld. Und das ist auch das. Sudri. Würde ich höchstens zwei spielen, also zwei rote spielen, ja, dass du noch genug Steine hast auf dem Feld, weil wer dann 3 Helden laden muss mit Rot, ist halt, ja, dann hast du wahrscheinlich keine Steine mehr oder du musst warten. Das sind so Helden, die getimed werden wollen. Und also ich finde es nicht schlimm, aber man muss es halt wissen einfach, ja. Jetzt Achtung, jetzt schauen wir gleich mal, was es hergibt hier. Gelber Diamant, machen wir. Werden mal ein paar Steine los. Okay, wir machen den mit den 3 grünen Schilden weg. 2 davon treffen. Ja. Und jetzt machen wir Sudri. Was macht er? Ja, 500.
Ist halt schon für ein 3 Sterne halt, ne? 500 Schaden mal schnell. Jetzt schauen wir uns den Loot an. 17 Kisten haben wir oben. Ja. Wir haben 3,7 Eisen, 1,7 Nahrung, 9 Rekruten, 800, ist halt XP-mäßig sind halt nur 817. Aber wir haben Schwert, wir haben Dolch, wir haben hier. Das ist halt für die Energiekosten ist das echt okay, ne? Man muss halt wissen einfach, was man will. Andere farmen auf. Fünf, acht? Nee. Ja, ist ja egal. Da braucht man nicht gucken. Ich glaube, 8,7. 8,7 und 12,8 sind die, die am meisten Sinn machen. Ja? Also meiner Meinung nach machen die am meisten Sinn. Oder wenn es um XP geht, um schnelles Leveln hier, schnell hochziehen, dann hier die Elite-Gegner. Die 2311 ist das? 2311, genau, ja. Genau, ja. Lasst mich mal wissen, was ihr denkt. Und ja, wie gesagt, die Sessions hier, Valhalla und alles, hier können wir mal einen machen. Die sammeln wir, wenn wir 3 haben, sammeln wir hier wieder ein, ne? Das ist ganz klar. Und wie gesagt, später brauchen wir das vielleicht. Jetzt im Moment, ich habe dann noch nie Rekruten oder Nahrung rausgeholt. Weil das Timing fürs Bauen sitzt eigentlich. Wenn man ein bisschen Leerlauf zwischendrin hat, hier 2 Tage, hier ein Tag, dann sind die Lager oben auch wieder voll. Das nächste, was kommt, ist die Festung auf 24 bei mir. Wird noch eine Weile dauern, denn meine Lebensmittellager, meine großen, hier 4 und 3, das passt noch nicht. Da muss noch mehr hier her. Und Eisenlager. Brauche ich auch noch, also muss ich auch noch, vielleicht sogar noch einmal, hier bin ich auf 9 mit den fortgeschrittenen Minen, was denn hier, achso, das kann man gleich einsammeln, scheiß drauf, ja, bin ich auf 9, das dürfte reichen, um noch einmal zu bauen, aber ja, genau, also in diesem Sinne, das soll es gewesen sein, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, ich hoffe, euer Loot war gut, eigentlich, da habe ich auch überlegt, ob ich es kaufe, ne, weil ich kann das ja, wie gesagt, kann das alles noch nicht herstellen. Das Spiel, finde ich, kostet so lang fett Geld, bis du alles ausgebaut hast. Dann kostet es eigentlich nichts mehr und du kannst jahrelang spielen oder wenig, außer du gehst Helden jagen. Wer alles ausgebaut hat, so nach 1,5, 2 Jahren, sollte man schon ziemlich, nach 2 Jahren, sage ich mal, sollte man schon ziemlich weit sein mit allem. Und dann wird's, also dann brauchst du echt nur noch, wenn du ein Held willst, brauchst du Kohle reinstecken. Jetzt ist halt bei mir zumindest, also ich bin ja Pay to Win, aber Pay to Win ist auch Blödsinn, weil besser gewinnen tue ich deswegen auch nicht. Ich habe nur andere Sachen. Was will er? Was will er? Okay, 18 Minuten will er scheinbar nicht machen. In diesem Sinne, ja, ich will es nicht zu lang rauszögern. Haut rein, wünsche euch einen schönen Tag. Euer Eskaliert, bis denne.